dazu sagen. Ich denke, das ist das Olympiazentrum. Ja, hier rechts noch ein bisschen Seenlandschaft. Damals, was haben die 1952 haben sie das gebaut, also vorher noch. Aber jetzt alles, das macht keine Werte Boden. Wahrscheinlich nicht. Schicksee. Strand hätte man noch hinfahren können. Ja, jetzt kommen wir nach Kiel rein. Super. Kiel Schicksee. Ach bloß, ich müsste da nach reinfahren, ne? Nee, das ist nur das Olympiazentrum. Soweit ich weiß. Wer ist er denn nicht? Hier super. Das ist ja wie ein Rohrbar auf Rügen. Das ist ja schlimm hier. Das ist ja ein Erholungsheim von früher. Wie das geht denn? Dass wir sowas hier noch haben. Das wollen wir nicht sowas. Da wollen wir nicht dran erinnert werden an gute Zeiten. Yeah. Würde ich da nicht reinfahren, aber ist auch egal. Das wäre wahrscheinlich Schildsee. Und wir fahren jetzt hier die Straße längs so schön. Hier. Geht alles zum Strand. Da wollen wir da noch rein. Da lassen wir doch reinfahren. Links rein. Schildsee. Hier von den Hochhäusern. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist ja. Und diese Reihenhäuser, das ist ja wie ein Rohrbar. Die meisten kennen das nicht. Rohrbar. Ich könnte natürlich jetzt auf links fahren, aber ich fahre jetzt rechts. Das Bad. Nicht alles sehen. Nächstes Mal. Hier ist eine Kirche, erstmal die ganze Spitze. Da entlang der Ostsee hier. Super, oder Förde, Kieler Förde. Das Kiel Schicksee. Super, hier die ganzen Reihenhäuser. Ich dachte, das ist Erholungsgebiet. Habe ich immer so gedacht, und das Olympiazentrum. Da brauchen wir noch keine Reihenhäuser. Hier, linke Seite ohne Balkon. Ja, gut, da muss man sich mit abfinden. Naja, wenn das so ist, dann ist das eben so. Ne? Hier ist auch noch, guck mal, Kiel Schicksee. Oh, oh. Ja, aber mit Balkon gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt, das sind hier Olympia-Apotheke. Da gibt es ja ein Methadon und sowas. Moment mal, ich fahre jetzt hier rechts rum. War das nicht Methadon? Nee, wie heißen die ganzen Mittel da, die sie brauchen? Aufputschmittel. Genau. Pause. So, links rum. Fördestraße hier. Und da hier die Unterbringungsmöglichkeiten. Ich denke mal, das ist noch von früher, von 1972. Deswegen auch die ganzen Reihenhäuser. Da können ja jetzt die Leute, die ja jetzt vielleicht drin wohnen, gar nichts für. Oder vielleicht ist auch Leerstand alles. Wer weiß. Anzunehmen. Genau, jetzt habe ich das drauf. Die richtige Begründung, das war das ganze Olympiadorf mit der Apotheke für das Doping. Ja, das wird ja auch noch gemacht.
war ich das letzte Mal hier, das war auch 72. Ja, wo soll ich denn deshalb wissen, da ist noch, wie viele Weinhäuser da noch standen damals.